Boom! Summer people, hä? Hey, your boy, me heart of bias, yes sir. Hä? Wir sind wieder back at it again. Love on it, switch, yes sir. Hä? Ihr seht, wir haben einen special guest heute da. Wir haben heute den G-Man da. Bro, ich habe gesagt, du stellst dich schnell vor, für die, die ich vielleicht nicht kenne. Sehr, sehr gerne. Yes, also zuerst mal, ein paar kennen mich als G-Man. Also, yes, sir. Momentan, die letzten paar Monate, G-Man in der Haus. Beim Francisco, wenn ich da eingeladen bin, habe ich mich freuen. Gabriel Oldham. Ich habe irgendwie mit 16 beim Radio, beim Fernsehen angefangen, 25 Jahre in den Medien, so alles gemacht, was ich machen kann. Vor und hinter der Kamera, von Kinderfernsehen über Sportfernsehen, querbeet. Ich durfte vor einigen Jahren bei Chuck ein Schauspieldebüt geben, als Frankie. Der auf Walliser Deutsch, aber das machen wir heute nicht, sonst versteht es niemand. Ja. Und seit 4 Jahren auf TikTok angefangen, Social Media. Nice. Mit der einen oder anderen Message, die wir glaube ich, heute noch dürfen ansprechen. Und ich freue mich, es klappt. Es könnte sein, ich habe gesagt, ich feiere die Sachen. Ich feiere die Art und Weise, wie du streamst, wie du das Ding durchziehst. Ich verstehe einfach nicht immer alles. Also, wenn ich hier und da den Finger lupfe, ist es einfach, weil ich einen Übersetzer brauche. Ich sage es, wie es ist. Influencer da haben. Du früher obdachlos? Ja, alles gut. Die sind richtig, richtig gut, die kommen. Obdachlos bin ich nie gewesen. Okay. Ich habe einfach eine schwierige Zeit gehabt. Nach einem schweren Autounfall. Autounfall, das war 2013 gewesen. Das war eine Frontalkollision, 4 Schwerverletzte. Ah, scheiße. Totalschaden, viele Operationen. Das hat mir finanziell und sonst auch ganz, ganz viele Sachen mit sich gezogen. Ja. Es ist so ein bisschen boom, aus dem Hamsterrad zum Nullpunkt. 5 Jahre lang Alkohol, 4 Jahre lang Drogen, oh heavy shit. 3 Jahre lang habe ich Crystal Meth konsumiert. Oh shit. Ja. Damn. Und vor über drei Jahren habe ich da von einem Tag auf den nächsten aufgehört. Habe nie mehr etwas konsumiert, ich halte den Zug schon niemandem. Und das ist das, was ich den Leuten draußen gesagt habe. Hey, ich habe Fehler gemacht, ich stehe dazu. Ich glaube, niemand draußen kann sagen, er ist absolut fehlerfrei. Damn, ich wünsche das niemandem, aber das ist der Weg, wo weißt, jeder hat seinen Rucksack, das vergleiche ich nicht. Du hast deine Geschichte, ich meine, jeder draußen hat seinen Rucksack zum Tragen. Und ich halte meinen. Und ich stehe zu meinen Fehlern und ich habe gesagt, ich räume die wieder auf. Und seit über 3 Jahren habe ich nie mehr etwas konsumiert, nie mehr etwas gemacht. Und Applaus, Alter, mein Gott. Stabil, Alter. Das, ich schwöre, ich liebe so Shit, Alter. Und Alter. Welche Lehre hast du gemacht? Hast du Lehre gemacht? Oder? Ich habe eidgenössische Matur gemacht, dann habe ich Rechtswissenschaft. Ja, Bro, wie viel? Damn! Ich bin streben. Aber du bist Gimmi gegangen, okay. Ja. Und dann Rechtswissenschaft studiert und das, was Zim Salajim jetzt macht. Aber im Vergleich zu ihr habe ich nicht durchgezogen, bin ich ganz ehrlich. Bei mir war Rechtswissenschaft studieren plus Fernsehen starten und dann habe ich mich irgendwann entschieden. Und dann sage ich euch ganz ehrlich, habe ich auch den Weg. Fernsehen? Entschieden, ja. Bin ich so dumm, wie ich ausgesehen habe? Hey, ich schwöre, am Anfang, als Gimmi macht, ich habe den grössten Respekt, weil ich hätte nie können. Ich war immer so ein Schüler, ich hatte immer meine 4,5, weißt du. Okay. Und weißt, immer so ältere Gespräche mit der Lehrerin, war immer so, ja, so schauen Sie, Francisco, es ist alles gut eigentlich, aber er könnte schon noch ein bisschen mehr. So. Und es war immer so gewesen, und ich bin einfach so. Ich bin einfach so gewesen, ich habe nie wirklich gerne Schule gehabt. Ich habe einfach die Noten gebracht, damit ich keinen Stress habe mit meinen Eltern. So. Und ja, es hat echt recht gut geklappt immer. So. Aber ich bin halt nie wirklich so der Musterschüler gewesen, und von dem her, wirklich, Gimmi ist tough. Denn dort musst du schon lernen. Yo, G-Man, kannst du mir eine Lehre geben? Du hast auch Lehrstellen verteilen? Ich bin ganz klar der Überzeugung. Ich gehe sehr, sehr gerne. Ich gebe mega gerne etwas zurück, weil ich auch Leute hatte, die mir in schwierigen Situationen geholfen haben. Aber definitiv finde ich, mach noch ein bisschen etwas dafür. Also, weißt du, einfach so, hier ist eine Lehre, da hast du sie. Ich habe jetzt nämlich wirklich als G-Man im letzten halben Jahr sicher sehr viel gönnen können. Auch mal einen Roller, auch mal einen Scooter, auch mal hier, auch mal da. Also mein Schatz hat mir auch schon eine Watsche gegeben und gesagt, schau schon mal auf dich, weißt du? Du gönnst einfach nur, aber du selber laufst immer noch rum. Das ist aber so ein bisschen mein Ding. Und es wird jetzt zur Selbstverständlichkeit und Normalität. Mit dem habe ich in den letzten Tagen Mühe, ganz ehrlich. Also, ich habe gefunden, G-Man gönnt nicht mehr so gerne. Also ein bisschen das da. Okay. Und gerade bei einer Lehre finde ich eben, was machst du gerne, was kannst du gut.
was bringt es anderen und mit was kannst du deinen Lebensunterhalt verdienen? Du musst mir nachher die family-friendly Stimme beibringen, Alter. Ich muss sie auch drauf haben. Schon? Du hast den Radiospot stimmt oh, so. Hey. Der Praktikant und du, ihr seid Gold in dem, Alter. Years in the making. Ja, er auch. Hey. Er, wir haben letztens darüber geredet, dass er seine Mikrofone ein bisschen übersteuert. Wie hat es gestartet? Mit Content, Bro? Ich will von vorne anfangen bis heute, weißt du? Die ganzen 4 Jahre. Ich habe das vierjähriges Überleben. Ja, wie ist es gekommen? Also, du bist ja zuerst im Fernsehgeschäft gesagt. Ja, genau. Wie hast du nachher gefunden, weißt du, ich will jetzt Videos machen? Oder? Im Fernsehen, das ist irgendwie so 2017. Mhm. Long way back. Ja. Wie alt bist du 2017? Sorry, wenn ich frage. 16. 16? Also, okay. Als du 16 warst, war eigentlich mein Leben so richtig Nullpunkt. Also, okay. Wirklich so, ey, ich sehe keinen Sinn mehr im Leben. Ich wollte den nächsten Tag nicht mehr leben, wirklich so der way. Oder? Weil ich halt wirklich durfte meine Leidenschaft zum Beruf machen im Fernsehen als Moderator und alles. Mhm. Und die Freude hat es mir irgendwann genommen, weil das Fernsehen hat einen grossen Change gemacht. Früher ist es darum gegangen, die Zuschauer zu unterhalten. Mhm. Und dann ist es nur darum gegangen, Kontakt und Zahlen. Und so das Zone-Abo, weißt du? Mhm. Zuerst nur für 5 Franken locken und irgendwann kostet es, keine Ahnung was, 100 Stutz. Also echt so die Verarschung auf gut Deutsch. Und auch das hintenrum. Im Fernsehen ist es eigentlich nichts anderes als der ganze Beef auf Social Media. Ja. Also weißt du, einfach andere schlecht reden, damit du selber besser darfst. Das haben wir kaputt gemacht. Bro, ich habe mal zwei, drei Monate im Sommer. Ich bin einfach in meinem dunklen Kämmerli. Ich habe die Wohnung vielleicht zweimal verlassen. Ich habe mit dieser Welt wirklich... Oh, shit. Yeah. Vor Corona kann ich nur noch die Heise. Mhm. Und dann war es irgendwie so, gewesen, ich habe meinen Schatz kennengelernt, Ronja, mit ihr, wo ich jetzt verlobt bin. Oh, okay. Ich habe sie nicht gesucht, sie hat mich nicht gesucht, aber es hätte sollen sein. Wie habt ihr euch kennengelernt? Badu. Sag es, wie es ist. Okay. Hey, er ist real, hä? Sie kennengelernt und dann habe ich gewusst, und beim Fernsehen musst du vielleicht noch so wissen, also in der Schweizer Medienlandschaft, jeder kennt mich, aber niemand würde sagen, dass er mich kennt. Also, cancelled, definitiv. Bist du schon cancelled? Ich bin cancelled. Damn. Ich war gecancelt und darum eigentlich das mit Zucker ist mehr lustigerweise das Casting, das ich machen ja. Ich habe mich beim Casting vorgestellt. Die haben das nicht im Blick gehabt, dass ich so der Du bin vom Fernsehen früher. Ja. Ich habe überzeugt, ich habe die Rolle bekommen. Ich habe es mega geschätzt, dass ich dabei sein ja. Nur mal Shoutout an Shining Films, an David von Zucker, der Bugs und so. Wirklich einfach top gewesen. Okay. Ein kleiner Kindheitstraum, den ich durfte. Geil, Alter, ja. Ohne Schauspielschule und nichts, aber ich kann sie glaube einfach überzeugen. Und dann habe ich mir gesagt, ich werde meine Geschichte erzählen. Dann habe ich mir überlegt, was gibt es. Ich habe im Sommer 2019 schon gesehen, es gibt so eine TikTok-App, die kommt jetzt langsam. Mhm. Dann zumal hast du noch mit allem können viral gehen. Ja, Bro, das ist so. Eine Katze, die schiesset, du gehst viral. Ja. Und dann habe ich mir gesagt, hey, ich werde meine Geschichte erzählen, von jetzt, wo ich in der Droge bin. Ich habe angefangen, noch Social Media zu machen, TikTok, wo ich noch auf Crystal Mess war. Aha, ich habe gewusst, ich wollte aus dem Weg raus, ich wollte meine Geschichte erzählen, ich wollte... Weil vom Fernsehen und auch Instagram war das immer noch mit Maske und allem zusammen. Mhm. Und ich habe dann gesagt, hey, das ist so unecht. Ich wollte einfach echt sagen, wie es ist. Mhm. Ich schuld niemandem etwas. Ich habe keine Family, Kids oder so, weißt du, und alles zusammen. Ich wollte nicht aufgeben. Ich wollte meine Fehler gerade stehen. Ich wollte da außen zeigen, dass Fehler machen okay ist, weil du es lernst und aufstehst. Ja. Und habe dann einfach gesagt, ich wollte meine Geschichte erzählen. Ich habe 9 Monate gebraucht, Bro. Wie, so lange es braucht, ein Kind auf die Welt zu bringen, bis ich endlich die Eier hatte, das erste Video zu machen. Und mein erstes Video war in Zürich am HB, vor dem ARU, das ist das Zentrum für Suchtmedizin. Ja. Und ich sagte, Jungs, ich stehe hier, ich habe diesen Weg, ich habe das und das Problem, ich werde aus dem rauskommen, ich könnte, wenn ihr wollt, mich auf diesem Weg begleiten, könnt ihr das machen. Und das wollte ich jedem so ins Gesicht rein tun. Und ganz offen gesprochen, ich habe das mit dem Scorp und mit dem Brian und alles zusammen. Das kann ich sagen. Jetzt machen wir fast forward 4 years. Schuri, das bin glaube ich zu meiner Anfangszeit der TikTok. Aber dann bin ich gefrontet worden, das kannst du nicht machen, das ist doch eine Kinder-App. Da tut man nur tanzen und lieb sein und überhaupt. Du kannst nicht so real sein und alles zusammen. Ja. Genau. Das sind Streams von mir, die du jetzt von diesen Dudes siehst. Also du hast so fett, bist so am Stüssen gewesen auf deinen Streams? So. Voll. Yeah. Also, und ich hatte sogar ein Zeitlich, wo ich jeder, der mir einen scheiß Kommentar gemacht hat, hast du sogar doppelt Retour. Ah, doppelt Retour. Hey, ja. Und dafür kann ich jetzt in der Schule stehen und ihnen sagen, schaut, mit Hass auf Hass zu reagieren, ist ein Fass ohne Boden. Heißt tough. Und dann schauen sie mir an und sagen, ich weiß, von was ich rede. Ich habe es gemacht. Ist das dein, Drink? Nein. Bist du Owner von dem G-Man? I'm G-Man Switzerland. Bist du? Okay. Ich bin G-Man Schweiz, das darf ich offiziell sagen. Okay. Geschichte zu G-Man ist auch wirklich so, also die Leute, die es irgendwie sehen oder mit dem Logo und allem zusammen denken, die immer, ja okay gut, das ist ja er, das ist ja dein, oder? Sogar G-Man hat schon, das ist auch sie. Oder? Und das Logo ist ein G und ich heiße Gabriel.
Aber alle, die mich fragen, oder? Weil viele denken, das ist mein Drink und die lade ich einfach in dem Glauben. Das ist wie früher im Fernsehen. Man lädt Leute in dem Glauben. Hey. Aber jeder, der nachfragt, sage ich Real Legit, das ist vor 8 Jahren gegründet worden in Deutschland, die Firma. Ah, okay. Als G-Man eben, das GE steht für Germany und für Gentlemen. Schore. Ja. Etwas überlegt dabei. Ich habe die vor 2 Jahren kennengelernt und einfach gesagt, schau, eben das Logo ist ein G, es sieht ein bisschen aus wie ich, mit viel Fantasie. Also, es könnte passen. Und dann hat sich, letzten Sommer hat man sich wieder mal getroffen und dann ist es darum gegangen, dass sie in Deutschland eigentlich ihren Weg schon haben. Und dann haben sie gesagt, ja, aber in der Schweiz bräuchte man noch jemanden, der da ganz ein bisschen Gas gibt. Ja. Und dann habe ich im September gesagt, schaut, ich sage euch, ich werde euch bis im ersten halben Jahr bringe ich euch 500'000 Impressionen, also 500'000 Impressionen auf Social Media bringe irgendwie an. Okay. Dann lege ich aber Gabriel Oldham, Gabrissimo, kurz auf die Seite und gehe wirklich all in mit dem und sage, komm, ich verschmelze mit dem Teil hier. Und 2-3 Monate später hat es angefangen, dass ich eben auf der Straße als G-Man angesprochen worden bin. Eben, ja, du bist jetzt der G-Man. Ja. Ich bin der G-Man, wie auch sogar, ja. sogar im Stream. Bro, du bist G-Man jetzt. Gabriel, kannst du die Idee ändern? Die Idee kannst du ändern, oder? Ja. Genau. G-Man und alles. Und was ich wirklich eigentlich gefreut hat, dank dir da draußen, organisch, real, legit. Geil. Einfach in den letzten 8 Monaten jetzt sind wir irgendwie über 5,3 Millionen Impressionen. Sie sind happy, ich bin happy, die Leute kennen es. Bald dürfen wir es auch probieren. Und wie es der Gusti von Whitey schon mal gesagt hat, du wirst nie ein Getränk haben, wo 100% von den Leuten passt. Das wirst du auch beim G-Man nicht schaffen. Wenn du mal die Möglichkeit hast, probieren. Vielleicht ist es deins. Facts. Und sonst all good. Niemand muss es. Wie, also, du bekommst ja sicher, du machst das nicht gratis. Das ist mal ja, eh. Bekommst du Provision pro Verkauf vom G-Man oder... Nein, jetzt kommt der Banker führen. Jetzt wollt ihr wissen, warte mal schnell, wo sind die Obligationen? Wo ist das? Ja, das all gut, nein, sicher legitim. Oder bekommst du so, du bist 1,5 Jahre bei uns unter Vertrag, es gibt einen Vorschuss und zeigst du, oder? Bei G-Man war es so, dass ich gesagt habe, schau, ich nehme den letzten Anlauf, machen wir 3-4 Monate, September bis Ende Jahr, letztes Jahr war das. Für das brauche ich Betrag X. Und dann schauen wir weiter. Wenn wir es bis dann nicht geschafft haben, wenn wir dann nicht überzeugt sind, dann lassen wir es sein. Ja. Aber es war mehr als überzeugend. Ja. Und jetzt auf der Zahl, also ich bekomme nicht pro Dose irgendetwas, also ob ich das kaufe oder nicht, ist egal. Ja. Ich kann definitiv nicht von dem leben. Oh, okay. Definitiv nicht. Es ist definitiv auch so, dass ich würde mal im weitesten Sinn sagen, ich bekomme garantiert, ich habe ein monatliches Engagement. Ja. Ich konnte es momentan machen. Und das ist etwa so im Range, wenn nicht sogar weniger, als gewisse Creator von der Schweiz für ein Video bekommen. Also sagt 3- oder 4-stellig? Sag eine Stelle. Knapp 4-stellig. Okay. Ja. Vierstellig ist okay. Hast du geilen Lebensverdienst? Safe. Schaffst du nebendran? Ich bin Eventmoderator und Content Creator. Das sind die 2 Sachen, die ich mache. Ja. Nice. Aber die Idee natürlich, let's go, Vollgas. Cool. Und eben auch immer mit diesen Kooperationen und so. Ich probiere euch etwas rauszuholen. Und ja. Weil, also... Engola, so wie du den Shit pushst, Alter, Bro, sie müssen den Deal ein bisschen hoch tun, Alter. Oh Gott, ich bin, du bist 100% im G-Man-Ding, bruh. Ich bin dran, Man. Aber wirklich von daher gut, ich bin zufrieden, es ist okay. Aber momentan ist schon so die Hustle-Phase. Look, Maelo schreibt sogar, Bro, Gabri, du kannst mehr verlangen. I know. Bro, ich brauche es nicht. Was macht der G-Man am ersten Date? Was der G-Man am ersten Date machen? Come on, man. Gib denen den Sauce. Tür aufheben? Okay. So Gentleman-like. So. Gentleman-like. G-Man. Gentleman-like. Oh, die volle Aufmerksamkeit. Auf sie. Okay. Zuhören. Ehrlich zuhören. Ehrlich sein. Aber bist du eher so ein Typ, der geht essen mit der Schori? Oder du gehst eher so etwas Aktives machen? Weil ich bin einer. Mhm. Ich sage denen immer und die sagen, nein, Bro, das Shit hittet nicht. Aber ich sage immer, gehen wir Billard spielen oder gehen Escape Room. Ja. Escape Room? Weil, du meinst, so du die Nähe hast und gerade weißt, dass du so rollen kannst. So kannst du richtig so. Weißt, so ist nicht so das 0815, das cringe Gespräch. Was machst du beruflich, dies, das, bla bla bla. Weißt du, kannst so richtig so. Ey, wir sind hier im Escape Room, wir sind hier in einem Raum, wir müssen flüchten, wir müssen aktiv werden, weißt du? Action-Checks! Okay. Also ich bin auch nicht da, irgendwo essen und alles zusammen und also Leute auch da wieder. Also zahlen oder nicht zahlen, tut da nicht aufteilen. Gell? Tut da nicht aufteilen. Bro, zahl einfach, Bro. Ich kann gerade sagen, glaub mir, du kannst nichts falsch machen. Facts. Weißt du, beim ersten Mal, das musst du ihr nicht irgendwie die Hälfte zahlen oder irgendwie dribbeln oder irgendwie sagen, zahl doch du.
sie weiss, was geschlagen hat. Yeah. Aber behalte doch deine Würde und so, bleib eben der Gentleman, zahl das One Take. Ghosten kannst du sie nachher nicht spassen. Nein, sie ist also, aber Action finde ich cool und sonst nimm sie irgendwo her oder zeig ihr wirklich, gut, das ist die Frage, wie offen und ehrlich du bist, zeig ihr, was dir gefällt. Mhm. Weißt, hängst du gerne im Skaterpark, wo man sagt, hey, wenn du Bock hast, komm vorbei. Okay. Weißt du, irgendwie so. Oh, okay, Taishi, ja. Hol sie gerade direkt irgendwie, mach die Tür gerade auf. Aber du weißt ja, ob es echt ist oder nicht, ob du etwas willst. Excellent. Aber mach etwas. Eben fragt G-Man, wer sind deine Top 5 Influencer in der Schweiz? Sehr gute Frage. Ich tue meinen Schatz Ronny jetzt ausklammern, weil für mich ist sie natürlich die Beste. So, mein Schatz tut dem kommen, sie tut streamen, sie tut vorlesen, sie macht Content. Sie ist www.ronja heisst sie. www.ronja. Sie liest jeden Abend so um 20, 20, 30 liest sie vor. Mhm. Ihre Tochter zuerst und auch für die im Internet zum Einschlafen. Das ist auch so. Was ein Mann, Alter. Was ein. Wie seine Frau supportet, halt crazy. Ja. Ehrenmann. Okay, das ist Number One. Sie ist für mich außen vor, weil sie ist wie außer Konkurrenz. Okay. Sie ist wie außer Konkurrenz. Nein. Nummer 1? Nummer 1 in der Schweiz. Maelo, gehörst du dazu, ob du jetzt zuschaust oder nicht, sage ich ganz ehrlich, er gehört für mich dazu. Okay. Ist er Number One, oder? Nein. Also aktueller Stand, oder? Kann man so sagen. Es gibt ja gewisse, die gesehen sind und so. Ja, nehmen wir aktuelle, okay? Aktuell. Okay, aktuelle. Sei dir ganz ehrlich, und das ist vielleicht schockierend, den bringe ich nachher. Luzern Vibe. Okay. Firi Extrem. Okay. Maelo. Firi. Ich würde den Maelo und den Adi gerne als Eis nehmen. Okay, machen wir Eis. Adi und Maelo als Eis. Ja. Den Gabi feiere ich. Den Gabirano massiv, weil ich habe ihn kennengelernt noch zu Fernsehzeiten, wo das Social Media Game angefangen hat. Ja. Oder? So sein Prime, wie du so schön sagst. Ja. Prime. Und dort habe ich ihn schon gesehen und hast gemerkt, dass er im Höhenflug. Okay. Und er ist auch gecancelt worden, Bro. Schlimm, Alter. Er ist richtig gecancelt worden. Und bist du auch so gecancelt worden oder nicht so? In dem Stil einfach medienmässig, ja. Okay. Also fernsehmässig. Damn. Weißt du, die Leute kennen mich, aber verdammt heiss es ist. Also ich kann massiv relate mit dem. Okay, shit. Wirklich so. Und dass er dann nicht aufhört und weitermacht, weil sein Humor ist unique. Mhm. Finde ich. Weißt du, so wie er es macht, macht es nur er. Okay. In der Schweiz und so. Und das fühle ich und das funktioniert immer noch. Und die Videos, die er raushält, hey, man sieht es einfach. Ist funny, Alter. Ja, und das finde ich irgendwie richtig, richtig cool. Ich bin mega froh, dass er von den NPC-Streams weggekommen ist. Wieder ehrlich. Und ich bin auch froh, ist er nicht so ganz gross in dem Matchle und so drin, was einfach sehr viel reinsäucht. Ich sage das, wie es ist. Und wer wollen wir jetzt da noch rein? Mal, der Shoutout geht raus an Simsala Jim, okay. Weil sie auf ihre Art, weil sie einfach real und echt und alles bleibt, muss ich wirklich sagen. Und dann, aber also ja, wer hat zugehört, für mich ist Tauli und Eric sind wirklich, das habe ich ihnen aber schon oftmals gesagt, mit ihrem Gadget, mit ihrem Output und so. Ich habe grössten Respekt, riesen Props an Eric, an Tauli für ihren Output, den sie zusammen machen. Da gehört für mich auch so, klar gibt es noch den, wie heisst der da, der Hutti oder wie heisst der andere, der Lehrer immer macht. Den Zimi gibt es auch noch. Zimi. Und der Zimi ist natürlich einfach Legend. Den feiere ich extrem, weil er einfach auch sein Ding durchzieht. Und nochmal beim Tauli und beim Eric, einfach der Output, den sie haben, auf dem Level, den sie haben, das verdient einfach absolut grössten Respekt. Was meine Geschichte ist mit dem Eric und glaube ich, vielleicht durch das, mit den ganzen Hats, wie auch immer. Ich weiss, dass es sehr viele Creator da draussen auch gibt, die halt wegen ihrer Geschichte auf Social Media auch nicht so gut über mich reden. Okay. Nicht so einen guten Eindruck von mir haben. Mhm. Dass ich für ganz viele auch ein heisses Eisen bin. Okay. Also, das haben ja auch schon viele persönlich gesehen. Ich würde gerne mal etwas mit dir machen. Ja. Ich kann es aber nicht, weil dann hätte ich nachher einen Scheiß mit denen und denen und denen. Was ich sehr schade finde, was ich aber respektiere. Ich habe jedem gesagt, Bro, mach das nicht. Weißt du, mach lieber nichts mit mir, als dass du nachher einen Scheiß kommst. Okay. Und die Geschichte beim Eric war, der Eric war mal in einem Stream von mir, das ist jetzt wirklich über 3 Jahre her. Ich habe ja irgendwie im Mai 21 habe ich den kalten Zug. Und da bist du am Schiessen? Richtig. Ah, okay. Also ich, oder, du musst dir vorstellen, so im Mai 21 bin ich wirklich von allem weg und so. Mhm. In der Zeit vom kalten Zug und alles. Nur mal hat jemand Scheiß geschnurrt, habe ich 3-mal härter Retour gegeben. So. Mhm. Und dann ist es ja immer auch darum gegangen, ich tue Kinder abzocken und hast nicht gesehen und überhaupt. Jetzt kommt legit, real, legit, wirklich echt 1:1, kommt der Eric mal in den Livestream von mir rein und schreibt den Kommentar wieder voll drauf am Kind abzocken. Damn. Das war nach 1-2 Monaten gewesen. Mhm. Ja, aber genau der. Damn. Ich glaube, das
Erik, ganz ehrlich, das Video ist sogar noch in meinen Favoriten drin. Weil meine Reaktion auf das war, du, und genau du bist so einer, wieder voll drauf am Kind abzocken, du, jetzt schau ich. Und ich bin dann immer auf das Profil gegangen, habe einen Screenshot gemacht, nachher ein Video dazu rausgekommen und gesagt, du, genau so ist man nicht. Damn. Ist das. Und aufgrund von dem, und jetzt muss ich noch weiter rausholen. Mit meinem Schatz zusammen aber, habe ich Videos von dir, Erik und Tauli und so von ihnen zwei immer geschaut und mich schief gelacht. Ja. Ich habe das so hergefeiert und gerade etwa ein, zwei Tage vor dem Livestream mit meinem Schatz gesagt, hey, wie cool dass das ist. Und wirklich einfach die Videos angeschaut, ich habe ihn gefeiert. Ich bin also voll da, genau du wieder voll drauf am Kind abzocken. Genau du, Erik Wandrei. Das kannst nicht du sein. Mhm. Jetzt kommt mir gerade kalt, das kannst nicht du sein. Oh, ich hoffe, du bist noch da. Weißt du, in dem Groove finde ich so, es kann jetzt nicht sein. Und dann, no joke, ich war so on fire gewesen. Ich habe ihn outgekommen und gesagt, du kommst jetzt da ins Live. Ich habe wirklich voll geraged. Wie ich gesagt habe, ich kann schon die Art auch haben. Voll geraged. Irgendwann hat er geschrieben, nein, er sei in der Ferien mit der Freundin, irgendwie in Paris war. Ich hoffe, ihr habt es schön gehabt. Ich weiß nicht, ob er es immer noch hat oder nicht. Da habe ich keine Ahnung. Aber das ist meine Story mit dem Erik. Nachher ist natürlich ein grosser Strich. Er hat seinen Werk natürlich gemacht. Er hat seine Bros. Kannst du dir erzählen, wie es in der heutigen Zeit ist? Man erzählt seine Erfahrungen und so. Imagine, oder? Damn. Das heisst, an dieser Stelle, let bygones be bygones. It is what it is. Und ich habe jetzt sicher überreagiert. Dies war sicher auch nicht wirklich nötig oder angebracht gewesen. Ich hoffe, ich treffe den Dude irgendwann mal im Leben persönlich, face to face. Und dann könnt ihr wieder Frieden schliessen. Absolut. Gonzalo hat gesagt, geh mal, mach mal Outfit-Chat mit Francisco. Ich habe eins. Ich muss es momentan ein bisschen luftiger tragen. Es ist. Das Shirt ist hart, aber. Das Shirt ist cool. Ich glaube, also wenn ich überhaupt irgendwie kann punkten, dann ist es mit dem da Chat hier. So, ist mit dem da hier, mit dem da hier punkten. Das ist wirklich mein Punkt. Was sagt der Chat? W oder L Outfit? W oder L Outfit? Dürfte ehrlich sein. Es ist so ein Ank-Outfit halt so, ja. Ich sitze. Ich bin alt, ich muss mich wieder sitzen. Sieht das ist gut. Die Socken sind tough, okay? Ja, die Socken habe ich im Fall noch gestellt. www. Kennst du die? Ja gut, definitiv. Ja, W. Anita W. Max, man. Das ist von Drake. Mhm. Hast du gesehen? Ja, ich sehe. Ja gut, aber gegen das habe ich auch keine Chance. Es wär überraschend, wenn ich... wenn ich gegen das hier eine Chance hätte, das wäre auch doof. Bist du größer als ich? Das ist müde. Aber nicht auch. Du bist 1,8. Sag einfach, du bist 1,8. Ich glaube. We in the studio, nigga, we ride. Reach for the stars, pull up on you, nigga, we slide. Spit in the bars, we in the studio. We go to charge, pull up for you, nigga, we slide. Gonna take you far.